Und eine kurze Bastelrunde zwischendrin. Ihr erinnert euch aber wahrscheinlich noch an die hier, diese Monitore, die ich mir gekauft habe und mich etwas auf die Schnauze gelegt habe. Ja, Problem damals, HDMI-Ports kaputt, plus es gibt keinen Scaler, das heißt, die kann ich wirklich nur mit der Auflösung, ich glaube 800x480 waren es, oder was steht hier genau, 800x480, bespielen, was für meine Zwecke doof ist. Nun ja, ich habe dann ein bisschen rumgeflucht, habe gesagt, jo, das kommt davon, wenn man günstig kauft. Also, was habe ich gemacht? Ups, I did it again. Ich habe günstig eingekauft. Ja, das hier ist, wie man wahrscheinlich schon vermuten kann, so größentechnisch ein bisschen kleiner. Das hier dürfte 3 Zoll, meine ich, sein, oder 3,5. Und ja, der soll einen Scaler haben. Das Ganze, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich meine auch so um 15, 20 Euro. Und, hoppala, da sind noch ein paar Streifen. Klebeband, Sekunde. So, da sehen wir doch im Inneren. Wir haben eine DVD-R. Der Heck. Ja, es ist offensichtlich bedruckt extra für das Display, aber als DVD-R. Multispeed. Da hat jemand ein bisschen Blödsinn gebaut. Naja, Documentation Driver Image Software. War doch immer weg damit. Und auch hier sieht das so aus, ob das auf den Raspberry Pi drauf passt. Wir haben ebenfalls wieder die Brücke. Mhm. Works as HDMI. Und ja, das sieht gut aus. When working as HDMI Displayer, only HDMI Signal and Power Supply is required. Resolution can be from 480x320. Ja, okay. Bis 1920x1080, also Full HD kann der machen. Audio Output is also supported. Mhm. The key can be used as a backlight adjust function. Short backlight will increase. Long backlight will backlight closed. Okay. Whatever. Und Empfehlung natürlich, dass man eine geringe Auflösung verwendet, weil sonst kann man halt nichts mehr lesen. Gut, ist soweit klar. Das Ganze nochmal in Chinesisch. Whatever. Gucken wir mal rein. Und tada, da haben wir den kleinen. So, also auf jeden Fall deutlich kleiner, aber auch mit Touchscreen. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Was haben wir hier noch? Wir haben noch die Brücke, wie beim anderen, und ein Stift. Der war bei den anderen auch, glaube ich, mit dabei. Also es scheint irgendwie so vom Design her, na komm da raus, relativ identisch zu sein. Wenn wir Rückseite gucken, ne, so direkt sehe ich jetzt da keine Ähnlichkeiten. Wir haben einen Realtek-Chip. Ich glaube, der hier hat auch einen Realtek, oder? Muss man gerade aufklappen. Nee. Der hier hat einen anderen. Das ist kein Realtek-Chip, das ist irgendwas anderes. Das ist gut. Ich glaube nämlich auch, die hier sind programmierbar. Das sind so LWDS-Treiber, wenn ich das richtig schätze. Viel mehr außenrum auf jeden Fall an Passivkomponenten. Das sieht alles sehr gut aus. Hier haben wir den Backlight-Key, die USB-Versorgung, der Raspberry Pi-Interface, HDMI und Audio-Out, wie es aussieht. Also keine Onboard-Boxen. Gut, hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, jetzt bräuchte man natürlich ein HDMI-Kabel. Dann könnte man das auch testen. Was soll man denn? Ah, ich habe hier ein HDMI auf DVI. Das können wir ja auch mal. Moment, klemmen wir gerade was an. So, dann geben wir erstmal Strom drauf. Gucken, was passiert. Noch nichts. Oh doch. Wow, geil. Designed by QDTech. Sogar mit einem Standby-Bildschirm und No Signal. Also. Besser kann er ja gar nicht werden. Sehr schön. Und dann holen wir mal hier ein HDMI. Stecken ihn rein, hoffen, dass das Ding nicht auseinanderfliegt. Okay. Ne, weit geht er nicht rein, aber ich hoffe, das reicht. Und schalten den Rechner hier mal ein. Und? Gut. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Rechner was ausgibst. Ich klemme den gerade mal an was anderes an und gucke, ob da überhaupt was kommt. Das kann jetzt auch sein, den hatte ich ein paar Mal auseinander, dass da noch irgendein Bauteil fehlt. Okay, ich habe es gerade mal an einen anderen Bildschirm angeschlossen, da kommt auch nichts. Also irgendwie hat der Rechner wohl ein Problem. Ich schätze mal RAM-inkompatibel oder so. Aber ich habe noch einen Chromecast gefunden. Das klingt so, als ob das auch funktionieren dürfte. Also machen wir den mal hier rein. Und was ich auch gemerkt habe, ich war ja eben nur so weit drin. Ja, man braucht doch ein bisschen mehr Gewalt.
dann klackt er so ein bisschen ein. Den Port können wir uns gleich schon nochmal anschauen. Der sieht relativ solide aus. Da sind keine Federchen drin. Also der leiert höchstens irgendwie, nutzt sich ab oder kriegt keinen guten Kontakt, aber leiert nicht aus. Oder verbiegt sich gar. So, geben wir mal Strom auf den Chromecast und sprach ja und traf das USB-Ding nicht. Wo zum Geier da? So, Trommelwirbel. Nichts. Ah, doch. Haha. Das sieht gut aus. Da unten in der Ecke steht ein Chromecast. Natürlich jetzt ein bisschen doof, weil reflektierend, aber ich denke, man kann sehen, dass das Google-Logo, also das Ding, klappt tatsächlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Yay! Und ich würde sagen, wir haben ein Bild, wir haben Ton. Das ist gut. Was wir noch haben, ist hier der Taster. Wenn ich den kurz drücke, dann kommt hier so eine Sprache. Na okay, er ist noch am Booten, deswegen wird wahrscheinlich ständig die Auflösung geändert. Jetzt müsste er da sein. Wenn ich hier drücke, dann kommt da unten so eine Anzeige. Und wenn ich drücke, geht die Bildschirmhelligkeit immer höher bis zum Schluss. Dann springt er ganz runter. Wir sehen, er ist aber noch an. So können wir da die Helligkeit ändern. Wenn ich gedrückt halte für 3 Sekunden, dann geht die Bildschirmbeleuchtung ganz aus. Genau, das hatte ich im Kopf. Wenn ich sie jetzt noch wieder ankriege, wäre das noch besser. Ja. Ha, das ist jetzt doof. Ah doch, jetzt, okay. Ein paar Versuche gebraucht, aber das sieht gut aus. Ich kann den so benutzen, bam, wie ich das will. Nämlich als mobilen HDMI-Bildschirm, wenn ich irgendwelche Sachen testen möchte. Das sieht sehr gut aus. Warm habe ich gerade gesagt, und zwar ist hier hinten irgendein Bauteil, was sehr heiß wird. Lass mal gerade schauen. Der geht, also er ist gut warm. Ich würde mal schätzen, so 40 Grad, 30, 40 Grad. Die sind okay, das auch. Okay, der wird extrem heiß. Das Einspannungsregler, der extrem heiß wird. Da würde ich mir dann überlegen, ob ich den nicht ersetze. Was ist denn das? Können wir da irgendwas sehen? Königreich für mehr Licht. Sekunde. So ist das doch besser. Und ich kann es lesen, es ist ein AMS 1117 3,3 Volt Regler. Eventuell da ein Schaltregler dran gelötet, ein kleiner. Das sollte machbar sein. Denn der hier, der wird wirklich sehr warm. Ich würde mal schätzen 50, 60, vielleicht mehr Grad. Ich habe jetzt gerade nichts da, um zu messen, aber zum den Dreh. Was ich eben noch gesagt habe mit dem Dings, hier kann man es, denke ich, ganz gut sehen. Es sind einfach Kontaktflächen, keine Federn. Ich denke, das hält dann deutlich besser. Gut, auf jeden Fall schöne Sache. Der gefällt mir wirklich, den kann ich auch unterwegs mal brauchen. Und Auflösung ist auch mehr als ausreichend. Also es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich hatte jetzt gar nicht auf die Auflösung geguckt. Ich glaube, war auch die 480x320, der ist sogar geringer von der Auflösung als die anderen hier. Aber macht sich trotzdem ganz gut für unterwegs, um was zu testen. Tut er auf jeden Fall, was er soll.